Damenhaag und habe mir gedacht, okay, ich gehe jetzt mal nochmal zum Taubenschlag und kann hier nochmal 3 Stück aktivieren. Also man hat hier anscheinend jeden Tag die Auswahl. Ich würde jetzt einfach mal annehmen. Mal gucken, vielleicht liegt ja was auf dem Weg. Ansonsten wäre mein Ziel jetzt tatsächlich hier um die Hauptquest. Oh, das ist ja doch ein gutes Stück. Da mal einen, da mal einen, da mal einen. Dann würde ich den einfach mal mitnehmen. Und dann geht es weiter zu Hauptquest. So lange dauern die ja normalerweise. Also zumindest mal war es bei den ersten dreien so. Nicht so lange. So, wo ist mein Gaul? Reite geschwind, wie der Wind. Ein Jägerstand. Was war das denn? Ach, das ist eine Tante. Dachte gerade, was ist denn das für ein Kommissvieh? Ich glaube, da vorne sind wir dann schon. Keine unnötigen Aufgabe. Naja. Ich weiß nicht, ob mir das so gefällt. In Kroh. Diesen Wachen entgeht nichts. Und da vorne kann ich problemlos hoch. Also da ist ein Ziel, wie es aussieht. Aber ich glaube, wenn ich den jetzt versuche so auszuschalten, obwohl der ist innen drin, wie es aussieht. Oh, der schläft. Oh, der wird bestimmt wach. Dann sage ich doch schon kurz mit dem unnötigen Kronen dahin. Sage ich doch. So gut sind meine Schleichangriffe dann doch nicht. Richtig herpfeifen. Ist jetzt so bist du herausgelaufen und naja, was soll ich dazu sagen? Na, man hätte den vielleicht noch rauslocken können. Braundicker. Ich muss ihn hier noch ausschalten. Wahrscheinlich Sinn machen. Jetzt kommt ihr da raus, oder was? Nee, das scheinen keine Ziele zu sein. Da vorne ist noch eins. Okay, das ist noch mehr als eins. Sind ja alle auf einem Haufen. Das heißt, den gelben da hätte ich wahrscheinlich gar nicht auskillen müssen.
Böser Hund, böser Hund. Jetzt haben sie schon angerannt. Schönen Kopf ab. Okay, die hätte ich wahrscheinlich doch so töten können. Naja. Und hier schönes. Oh, das war ein böser Pfeil. Au. Ja genau, Mist. Du hast so scheiße gemacht. Überrasch die Ratte. So, wo ist der Vogel? Da los. Naja. Wenn die Pfeile dann vorbeifliegen. Richtig, ja, wie. So, einer glaube ich noch. Macht eigentlich auch keinen Sinn mehr hier. Irgendwie mit was mit Schleichen zu versuchen. Ja, komm du nur her. Und jetzt schnell von hier verschwinden. Genau. Nicht unnötig damit aufhalten. Du musst anonym sein. Wer wird das schon? So, erstmal gucken, in welche Richtung. Da auch, ich reite nach. Gnock, Frog. So, Mütze auf, oder? Scheiße. Ich muss sehen, was du siehst. Oh, das ist viel zu neblig. So, wieder ein Tod ist schon mal abgeschlossen. Und jetzt Postmaterial, sehr schön. Ich gehe erstmal auf Schatzsuche, beziehungsweise mal ganz kurz daran, wenn der schon hier hängt. Ah, okay, wieder Miete. Ach komm mal, den könnte ich sogar gleich wieder aktivieren. Das wäre dann wahrscheinlich für ein anderes Gebiet. Also irgendein anderes Lager. Erz mitnehmen. Oh, Schweine. Ich würde schon sagen, ihr seid ja nicht rot. Luxusgüter.
da hinten, okay. Dann laufen wir mal dahin. So, guck mal, der andere. Schriften. Diese heiligen Schriften. Na hier. So, habe ich noch einen Umfall gefunden. Da oben. Okay, da zeigt er mir interessanterweise auch irgendwas Grünes an. Oh, da ist ein Skelett. So. Und dann so ein Es hat Bogen gemacht Ding. Du wirst wohl bestimmt auch gehen. Da muss ich hier irgendwo durchschießen. Wenn ich den Schatz jetzt überhaupt nochmal finde. Ach ne, naja. Was soll ich dazu sagen? Augen auf beim Eierkauf. Nicht jetzt. Ja. Handel, die Farbe des Erfolgs, neue Quest. Okay. Interessant. Tungstenbarren. Irgendwo ein Schatz? Oder habe ich alle? Das sind alle, würde ich sagen. Sehr schön. Ich will Seilbahn fahren. So, jetzt aber. Ach, das ist ja nur so kurz verbandert. Darunter müssen wir. Oh, direkt zu den Schweinen. Das war Zufall. Ich wusste nicht, dass da so ein Ding ist. Haltet euch bereit. Bald geht es los. Das fehlende Glied ist erschienen. Willkommen, Eivor. Flan, das könnte ein nordisches Kriegslager sein. So viele gestandene Männer. Das sind die Früchte deiner Arbeit. Die Könige, denen du geholfen hast, haben Männer und Vorräte entsendet. Ich danke dir. Danke mir später. Eine Schlacht steht bevor. Nee, so viel habe ich ja noch nicht, gar nicht geholfen. Dein Vetter wartet im Zelt des Befehlshabers auf dich. Ich komme nach, damit wir planen können. Na dann. Raus. Jetzt muss ich wieder da hoch, tolle Wurst. Weste abgeschlossen, Stärke sammeln.
einen Fuß in Konashta. Na, wo ist denn der Eingang? Ach, Eivor, sieh dir das an. Ich bin Teil von Flans Kriegsrat. Nicht schlecht für einen Nordmann, was? Du hast sein Vertrauen gewonnen? So würde ich das nicht sagen, nein. Er ist eher argwöhnisch, aber er braucht mein Heer. Also erträgt er mich. Tapfer von ihm. Dabei stinken Wikinger doch so. Mein König, wir sind bereit, eilig einen schweren Schlag zu versetzen. Doch unsere Feinde sind gewarnt und werden sich in großer Zahl versammeln. Kaschelbeer liegt zwischen Ulit und Cornachte. Die Übernahme der Festung würde sie voneinander trennen. Kaschelbeer ist der Zugang zum gesamten Norden. Eine beeindruckende Feste an einem steilen Abhang. Es muss unser sein. Aber genau aus diesem Grund, Herr, wird es uns viel kosten, sie zu stürmen. Wieso stellst du dich immer gegen mich? Der Verlust meiner Männer ist ein akzeptabler Preis. Nach dem Sieg werden sich mir viele neue anschließen. Handle mit Bedacht, König. Dein Ehrgeiz könnte dir die Vernunft trüben. Wie lautet dein Rat? Bär schlüpft hinein und zerbricht das Torschloss. Dann folgt die Flut unseres Heeres. Es ist einen Versuch wert. Du scheinst mir das rechte Gefühl dafür zu haben. Ich wähle dich als einzelnen Späher. War klar. Eivor? Eine gute Herausforderung. Eine der unseren wacht nahe dem Kastell. Sie könnte dir hilfreich sein. Dann gucken wir mal. So, wo müssen wir denn hin? Boah, das ist ja echt am Arsch der Welt. Na dann. Auf. Na, da wollte ich jetzt nicht rein. Wo kommst du denn da? Bleib stehen, du doofer Gaul. Straßefolge nicht auf die Ground. Hier offen. Okay. Wird schon seine Richtigkeit haben, wenn er da lang reitet. ja, automatisches Reiten ist an. Neues Gebiet entdeckt, Konashta. Dann fällt mir gerade ein, Konashta habe ich schon lange nicht mehr gespielt. Okay, warum wolltest du hier so langsam? So, nicht mehr allzu weit weg. Mal absteigen. Kaiser Biere. Also ich werde die Namen mit Sicherheit falsch aussprechen. Suche Pflanzsprecherinnen auf und sprich mit ihr. Diese Mauern könnten den Göttern trotzen. Ich glaube, da unten ist er. Oh. Hey, bist du Pflanzsprecherin? Wie verwegen von dir, dies hier so offen zu fragen. Ja, die bin ich. Wie gelange ich in die Feste? Allein?
Du könntest versuchen, die Mauern zu erklimmen. Das wäre jedoch recht tollkühn. Kommt man irgendwie ungesehen hinein? Es muss da unten einen Weg geben. Die Baumeister verstärkten dort die Mauern. Ein gerissener Nordmann mit der richtigen Ausrüstung könnte einen Zugang finden. Gut, dass ich da bin. Na, ist klar. Okay. So weit unten glaube ich nicht. Ah! Kid! Im Bett! Was ist los mit dir? Mal hier. Auch rechteckiger Stein, der ist natürlich ganz wichtig. Natürlich die Frage, ob ich irgendwie den richtigen Weg genommen habe. Aber eigentlich geht mir das viel zu genau um. Darf ich das auf den Weg reingehen sollte? Welch grünes Land. Das stimmt wohl. Oh, geile Aussicht. Hier kann ich natürlich nur um. Ja, hier geht es ja eigentlich schon direkt rein. Türchen gefunden. Es gibt bestimmt auch noch weiter unten irgendwie einen. Kann ich mir gut vorstellen. Da würde mich aber jetzt, denke ich mal, hier nicht finden. Komm, geh ein Stück vor. Ja, verdammt. Du stirbst jetzt. Steck den Boden mit Pfeilen. Naja, soll ich sagen.
Und da hinten hätte ich eigentlich gut hochschießen können. Hab ich dich. Muss hier liegen bleiben. Ratten. Schade, ich dachte, ich könnte von hier aus irgendwie drauf schießen, aber nee, ist nicht. Das kann ich von da drüben treffen. Die einfach ein Skelett hier rumliegen. Ich muss da vorne nach unten. Dann werkelt ihr hier mal schön rum. Na ja, klar, das wäre natürlich zu einfach gewesen. Entdeck mal deinen Kumpel. Scheiße. Jetzt haben sie mich gesehen. Ich dachte, ich könnte hier durchschlüpfen, aber nee. Ihr seid dafür nicht schnell genug. Na toll. Ich töte dich! Ja, ich dich auch. Ich dachte, das ginge irgendwie ein bisschen eleganter hier, aber nee. Ah, welcher Typ bin ich hier jetzt? Alter, wie geht's? Und da ist, glaube ich, der eine Schatz hinter. Ja. Räudiger Köter. Also ruhig hier.
Seid achtsam, wir schaffen das. Und das ist dafür einer. Oh, der ist nicht so übel. Guter Name, was immer das bedeutet. So. Naja. Soll ich das Tor nicht, oder was? Du hast Mut bewiesen. Castlebeer wird unser sein. Ich habe euch nicht mehr viel übrig gelassen. Auf mich kannst du zählen! Das tue ich, fette... So, was sind meine? Lalalalalala, wo versteckst du dich? Jetzt ist der auf der anderen Seite. Naja. Fange ich mit dir an. Oh, das ist schon platt. Na komm, an dich komme ich auch noch gerade. Hm, tolle Wurst. Ist ja hoch? Nee. Versteckst du dich? Bist tot. Köter! Hey, so. Komm, hilf mir, sie zu öffnen. Nicht alleine. Schwächling. Sie gehört dir! Stürmt die Feste! Zum Sieg! Böser Bube. Wie mache ich das auch nur mit Dreieck? Den Seiten, strengt euch an! Danke dir. Ja, so bin ich. So, wir sind noch welche da. Ich will den hier wiederbeleben. Meinen nutzlosen Verwandten. Liegt ihr denn hier alle rum? Wie wär's, wenn ihr mal was macht für euer Geld? Vielen Dank, Eivor. So, wo haben wir denn noch einen?
Ganz da hinten ist klar. Neue Quest, Räche, Deacon Amano oder so ähnlich. Du bist anscheinend auch ein bisschen buggy oder so. So, da vorne ist noch einer. Mal mitnehmen, was war ein Hammer? Oh, mit der fetten Armbrust. Mit la fetta Armbrust. Festung erobert, Geysir Albir. War jetzt gar nicht so schlimm, aber die ist geil gemacht. Ich glaube, die würde ich ganz gerne mal besuchen, falls sie noch stehen sollte. Kämpfte Schlacht und wohlvergossenes Blut. Auf Irland! Skål! Ah, noch einen Kelch, mein König. Wo ist unsere Hofdichterin? Dies verlangt nach einem Lied. Du musst unbedingt mit ihr sprechen, Eivor. Kira? Ist sie hier? Ich begrüßte ihre Ankunft. Sie wird Baumeisterin meines Ruhms in ganz Irland sein und ihr Lied in jedem Dorf und Weiler erklingen. Und du, mit deinem scharfen Blick, kannst Beispiele meiner Tapferkeit geben, der all meiner Krieger, auf dass sie daraus ein Erzählgedicht schaffe. Ich überbringe ihr deine Nachricht, mutiger König. Barret, du verdienst noch einen Trunk. Und du ebenso. Komm auf einen weiteren vorbei, bevor die Nacht endet. Okay, finde Karan, sprich mit ihr. Und da war er, mit brennenden Augen wie Höllenfeuer. Genau so war's, ich war dabei. Ich hatte nur einen Stock. Also hielt ich ihn vor mich. Warte, dann rein. Die heute meint. Was hast du denn hier? Spannend. Du hast hier nichts verloren. Finde Karan, sprich mit ihr an. Verloren! Nähert euch nicht dem Gerüst. Man kommt recht schwierig dorthin und nur Dumpfköpfe klettern an seinem klapprigen Landen empor. Ian wollte uns unterhalten, indem er auf einen Balken das Gleichgewicht hielt, während er Ale trank. Das erste ging noch gut, aber mit dem dritten ging er selbst hinab. Eine schnelle Reise zu den Felsen, okay. Auch von hier oben wirklich eine schöne Aussicht. Okay, aber wo versteckst du dich? Versuch mich wieder zurücklaufen. Ja, so groß ist doch hier gar nicht. Sein.
Hier oben sieht auch ziemlich leer aus. Ist da noch ein drin irgendwo? Oben lang und unten lang. Versteckst du dich? Gerade zu doof, die zu finden. Ach da, ich hab's gesehen. War auch Zeit. Bin ich da nicht eben schon mal lang gelaufen? Also oben drüber, meine ich. Du singst voll Hingabe. Es ist das Klagelied von Leah Fall, des uralten Steins, den du bei der Krönung sahst. Der Stein erschien zu... Der Legende nach bringt der Stein Kummer. In dem Lied heißt es aber, wenn Irland jemals Gefahr drohe, würde der Stein einen Sturm der Wunder regnen. Woher kommt die Weisheit dieses Liedes? Ich weiß es nicht, aber meine Mutter sang es immer. Deren Mutter ebenso. Und ihre Mutter. Und ihre. Zurück bis zur allerersten Frau auf der Insel. Nur der Klang der Worte verbindet mich mit meinen Vorfahren und diesem fruchtbaren Boden. Welch ein Glück. Ich habe mein Land weit hinter mir gelassen. Man muss nicht fortgehen, um die Veränderungen des Landes unter den Füßen zu spüren. Deswegen sitze ich an diesem Hof fest wie eine tanzende Ziege. Sicherlich könntest du jederzeit gehen, wenn du willst. Das kann und werde ich. Aber nicht bis Flan ganz Irland beherrscht. Ist er denn solch ein großer Mann? Er versteht, dass König zu sein bedeutet, der König aller zu sein. Zwar bin ich Heidin, doch machte er mich zur Hofdichterin. Er achtet die alten Weisen. Ich bewundere deine Hingabe. Ich danke dir. Nicht jeder weiß das so zu schätzen. Oh. Naja, wenn schon denn. Ich weiß all deine Vorzüge zu schätzen, Kira. Ich habe mehr zu bieten als eine gute Singstimme, falls du das meinst. Ist es das, was du meinst? Ich meine, ob du dich nicht vielleicht eines Neuen wiederfindet. Sehr schön. Was hast du doch für ein Redegeschick, Eivor? Ich sage nicht, dass es niemals dazu kommt. Ich verstehe. Da fällt mir ein, Flan schickt mich, dich an sein Erzählgedicht zu erinnern. Er braucht sich nicht sorgen. Ich kenne meine Pflichten. Wenn es so glorreich ist, wie dein Lied schön war, wird Flan sicherlich viele damit gewinnen. Gute Nacht. Wir sehen uns am Morgen. Ruhe sanft. Na, ist doch schon Nacht, Tag. Kira. Noch heller wird's wohl nicht. Quest abgeschossen. Abgeschossen vor allem. Ein Fuß in Konarsha. Ein schöner Morgen. Barret bat mich gestern zu ihm zurückzukehren. Ich sollte mich entschuldigen. Ja, das machen wir bestimmt auch. Zu Barret zurückkehren. Aber erst in der nächsten Runde. Mal schauen, ich soll eigentlich den Typi retten. Da hat sich anscheinend wohl einer so ein bisschen runterwerfen lassen. Mehr mit rechnen. Mal schauen.
So. Ja gut, das muss ich jetzt nicht unbedingt machen. Ja, in der nächsten Runde geht es dann weiter mit der Hauptquest. Dann reden wir mit Barrett. Vielleicht gehe ich auch erst auf Schatzsuche. Mal sehen. Würde sich auch anbieten. Hier gibt es auch ein Rüstungsteil. Muss ich mal überlegen. Kriegen wir auf jeden Fall hin. Für die Runde bedanke ich mich ganz herzlich fürs Schauen und sage bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Bye bye.